Vor Klaus liegt eine große Herausforderung. Seine erste Auktion als Verkäufer. Und bei der sollen nicht weniger als 65 Autos unter den Hammer kommen. So, mi Nick, ich mach mich mal auf die Sorgen nach Brandenburg. Oha, dann mal. Drück mal die Daumen, dass da alles glatt geht und ich womöglich ohne Auto nach Hause komme. Und als Millionär, ne? Tschö. Gute Fahrt, Klaus. Danke. Wir gehen laden und hauen ab. Bin laden. Ja, heute soll die Post abgehen. Wir fahren nach Brandenburg. Dort wollen wir von René die Autosammlung, die er da über Jahre zusammengesammelt hat, versuchen, über eine Auktion zu verkaufen. Unsere erste Auktion. Hast du denn sowas schon mal gemacht? Nö. Aber ich habe so vieles noch nicht gemacht. Und okay. Hab's dann einfach gemacht. Wir haben uns zwar einen befreundeten Auktionator mit dabei genommen, weil ich selber von uns, da muss man so richtigen Schein für haben. Da. Und hoffe, dass der dann die nötige Erfahrung hat. Der Moment wäre denkbar ungünstig. Schließlich gibt es schon erste zaghafte Annäherungsversuche zwischen den Interessenten und der potenziellen Beute. Und ganz nebenbei, sollten alle 65 Klassiker heute den Besitzer wechseln, könnte sich René mit mindestens 1,5 Millionen Euro Schmerzensgeld trösten. Sieht ordentlich aus, auf den ersten Blick. Für den zweiten Blick ist er zuständig. Ist auch ein ordentliches Auto. Hab schon Probefahrt mitgemacht und fährt tatsächlich auch gut auf der Straße, das Ding. Jo. Schönes Triebwerk drin. Und wenn du sagst, deine Frau schmeiße ich raus, dann würde ich nicht akzeptieren, du. Irgendwo sind die Prioritäten immer ein bisschen anders gesetzt bei den Frauen. Du musst immer dran denken, heute könnte unser letzter Tag auf Erden sein. Ja, ja, aber ja. Das denken die Frauen ja nicht. Ja, das musst du dir dann schon irgendwie beipulen, ne? Schönes Ding. Ja, also wir gucken mal. Dann sehen wir uns morgen bestimmt. Na klar, ab um 10 ist los. So machen wir das. Juti, warte, tschüssi. Also da auf dem Besichtigungstag, da sind ja dann doch irgendwann noch mal eine ganze Menge Leute aufgetaucht. Aber ich hatte so ein bisschen mehr das Gefühl, die sind da eher so ein bisschen Guckers gewesen, anstatt Käufers. Ja, das ist... Das ist so witzig, das kleine Fenster. Sehr süß. Ja, ein bisschen was muss da noch gemacht werden. Ja. Aber nur ein bisschen. Und genauso wie wir es haben wollen. Einfach ein bisschen was muss man machen. Schön. Gucken wir mal, ob wir den morgen kriegen. Mhm. Es ist nicht so ein 0815 Auto, ne? Es ist nicht ein Auto so von der Stange. Den kannst du noch selber reparieren. Da kann man selber noch ein bisschen was machen, ne? Ein bisschen Liebe reinstecken und ja. Stimmt, ja. Dann machst du zweimal sehen. Ja, so wie die Suicide tut und so. Das ist ja Wahnsinn, ja. Wirst die Passagiere hinten schneller los. Ja. Auch alles unnütz, aber geil. Aber halt, ja, wohin aber damit? Ja? Wollen wir ohne Spaß von der Erde kommen? Je länger ich da draußen sozusagen umhergewandert bin, desto mehr hatte ich den Eindruck, dass die Leute doch schon interessiert sind, aber dass sie teilweise auch so ein bisschen über die Preise mokiert haben. Dabei gibt es einige Fahrzeuge schon für unter 10.000 Euro. Raritäten wie dieser Dodge Coronet RT mit knapp 7 Liter Hemi-Motor liegen jedoch deutlich höher. Interesse am Coronet? Ja. Also starkes Gerät, sieht soweit sehr gut aus. Also Karosse ist echt top bei dem Wagen. Alleine das Triebwerk schon ist schon. Die Coronet mit dem Hemi-Triebwerk, die hat eine ganz spezielle Geschichte. Die ist als Neufahrzeug mal verlost worden. Der neue Besitzer, der Gewinner, hatte sofort einen Motorschaden mit dem 440er, der da drin steckte. Haben dann sich einen Hemi einstecken lassen, was damals das Top of the Pops war. Die sind heute noch Goldstaub, diese Triebwerke, gerade wenn sie nicht neu produziert sind, sondern aus den alten Beständen kommen. Da, denke ich mal, haben wir sehr, sehr gute Verkaufschancen, weil super, super selten. Du hast so ein bisschen Akzent. Bist du hier von der Ecke hier irgendwo? Nee, ich bin extra aus Stuttgart hierher gekommen. Ach du dicke Neune, das ist ja nicht um die Ecke, ne? Nein, nee. Extra jetzt wegen des Autos? Ja, knappe 700 Kilometer wegen dem Wagen gekommen. Ja, aber das ist ja doch was Besonderes, findet man nicht so an jeder Ecke. Diese Einschätzung trifft eigentlich auf alle Fahrzeuge aus Renés Sammlung zu. Eine große Frage bleibt aber dennoch. Sind die Besucher auch bereit, für diese Einzigartigkeit tief in die Tasche zu greifen?
Naja, irgendwann war ja dann doch ein ganzer Sack an Leuten da. Aber irgendwie schien der Funke doch noch nicht so richtig gehopst zu haben. Da fehlte noch so ein bisschen Zündfunke. Und ich habe da dann doch schon so ein bisschen mulmiges Gefühl, ne? Ich schon. Ja, ich komme da morgens eingerauscht. Und dann war da eine gehende Leere. Keine Sau da. Ja, das war dann erstmal so ein kleiner. So, ich hätte mir schon gewünscht, dass da morgens auch schon Leute gleich stehen und mit langer Hälse und. Aber erstmal war da gehende Leere, außer, naja, der die Frittenbude betrieben hat und der andere mit der Frittenbude. Ja, viel mehr Leute waren dann noch nicht da. Und das machte ich dann natürlich schon erstmal so ein bisschen. Ja. Warten wir noch kurz und dann. Aber einer sitzt immerhin schon, ne? Das ist schon mal. Da steht die halbe Miete, würde ich jetzt mal sehr optimistisch sagen. Ja. Zum Glück sind dann ja doch noch mal ein ganzer Sack Leute aufgetaucht. Und du brauchst ja immer nur zwei, die auch Bock auf ein Auto haben. Und dann geht das bing, 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 bing. Wollen wir loslegen? Ja, mit der ersten Position. Wir haben einen grünen Ford F100 Pickup mit einer Zulassung von 1954. Und einem 7,5 Liter V8 Motor mit 365 PS. Ich selber habe ihn schon gefahren. Das Ding fährt tatsächlich ganz vernünftig auf der Straße. 33.500 Euro gibt es dafür ein Gebot. 33.500 oder gibt es ein Gegengebot? Gibt es nicht, soweit ich es sehe. Dann kommen wir zum ersten Lincoln. Und hier haben wir eine Limit von 28.500 Euro. Gibt es hier ein Gebot? 28.500 gibt es nicht. Limit 25.000 Euro. Nein. 28,5 gibt es nicht. Möchte jemand? Gibt es keinen? Gibt es hier für ein Gebot? Gibt es ein Gebot? Gibt es hier für ein Gebot? Gibt es nicht? Nein. Gibt es nicht? Ja, ich sag mal, das können wir jetzt wohl ein bisschen abkürzen hier, das Ganze, ne? Wir haben tatsächlich null Autos verkauft. Wir hatten zwar einige Gegenangebote, aber die waren dann unter Renés Einkaufspreis, sodass er sie so auch nicht abgeben konnte. Ja, irgendwie schön für den Arsch. Selbst der Kollege, der aus Stuttgart gekommen ist für die Coronet, hat dann irgendwann das Segel gestrichen. 67.500 gibt es hier ein Gebot. 67.500 oder gibt es ein Gegengebot dafür? Gibt es ein Gegengebot? Gibt es hier ein Gegengebot zu den 67.000? Gibt es nicht. Dann sind wir jetzt mit 63 Fahrzeugen aber wirklich durch. Wir bedanken uns, dass Sie, die hier waren, hier waren. Ja, wenn ich ehrlich bin, war das ganze Ding wirklich eine Pleite auf der gesamten Linie. Aber was du nicht probierst, ne, kannst du nie wissen, ob es funktioniert. Und wenn du auch irgendwas das erste Mal machst, darf dir gerne mal ein bisschen was um die Ohren fliegen.